als das bisschen, was wir sind. Maxim und mehr sein. Hallo Saarland, die beste Musik für das Saarland hier auf SR1. Da muss doch noch mehr sein. Das hat sich ganz offensichtlich auch Benjamin Nerding aus Landau gedacht. Über ihn haben wir ja schon berichtet. Seit 2011 ist er unterwegs und trampt um die Welt, hat bis heute 62 Länder bereist, ist jetzt gerade wieder zurückgekommen von einer Tour mit seiner Freundin Martha aus Polen, die er auf seiner Reise kennengelernt hat. 8000 Kilometer mit dem Tandem jetzt gerade unterwegs gewesen, quer durch Europa. Hallo Benjamin! Ja, hallo Daniel! Du bist mir jetzt per Skype zugeschaltet, deswegen ganz doofe Frage, wo bist du eigentlich gerade? Ja, das kommt nicht so häufig vor, aber ich bin jetzt zu Hause für einen Monat, sind gerade erst heimgekommen und sind eben die letzten 4 Monate über Luxemburg, Frankreich, ein kurzer Abstecher nach Belgien, zurück nach Frankreich, wo wir dann in Calais die Fähre genommen haben, nach England, quer durch England nach Schottland hoch, von dort aus dann nach Nordirland. Und dann sind wir nach Island, wo dann wirklich unser Abenteuer dann erstmal begonnen hat. Zurück nach Irland und von dort aus nach Wales, England und durch Frankreich quasi wieder zurück nach Landau. War schön. 8000 Kilometer mit dem Tandem. Da könnte man jetzt sagen, naja, das ist nur halb so schwer, weil da fahren ja 2. Aber ich glaube, so einfach ist das nicht, oder? Also mit dem Tandem, das ist eine komplett andere Nummer. Wir haben ja komplett eigentlich unser Equipment dabei, von Kleidung bis zum Laptop, weil wir jetzt auch einen Blog haben, den wir regelmäßig Sachen posten müssen. Mehr wie 15, 16 Kilometer pro Stunde geht, wenn es ein bisschen hügelig ist, nicht wirklich. Wenn ein Rennradfahrer das hört, 8000 Kilometer, das klingt vielleicht nicht so viel, aber... Doch schon, für mich klingt das wahnsinnig viel. Ja gut, ich habe schon recht fitte Freunde, die auch am Wochenende mal gern 400, 500 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren sind an 2 Tagen. Kommt halt immer drauf an. Fahrradtechnisch gehöre ich, gebe ich offen zu deinen unfitten Bekannten. Was waren denn die schönsten Momente auf diesen 8000 Kilometern und wann wurde es eher so ein bisschen brenzlig? Es war wunderschön. Wir haben wirklich tolles Wetter gehabt. Zum Beispiel Island, wo wir 3 Wochen verbracht haben, waren 2 Regentage dabei. Also schöner kann man es sich nicht wünschen. Natürlich manchmal, wenn man da 24 Stunden direkt hintereinander sitzt, kann es dann schon mal in der Beziehung ein bisschen heißer werden, sag ich mal. Erzähl. Ah ja, es ist halt so, wenn man ständig unterwegs ist und dann quasi jeden Tag woanders schläft und sich ständig bewegen muss und natürlich das Fahrradfahren auch anstrengend ist und dann der Blutzuckerspiegel runtergeht. Irgendwann kommt man dann schon an die Grenzen. Aber ja, wir haben uns immer wieder zusammengefunden, sind gut wieder in Landau angekommen. Das freut uns natürlich sehr. Wir reden gleich weiter, denn das muss man dazu sagen, diese 8000 Kilometer mit dem Tandem waren ja nur eine Vorbereitungstour. Was Benjamin Nerding da eigentlich wirklich vorhat, dazu gleich mehr. SR1. SR1. Dienstagnachmittag. Hallo Saarland. Nach wie vor bei mir im Gespräch ist Benjamin Nerding aus Landau, gerade zurückgekommen von einer als Vorbereitung gedachten, wohlgemerkt, Tour mit dem Tandem quer durch Europa, 8000 Kilometer, zusammen mit seiner Freundin Martha. Und das Lustige ist, Benjamin, da seid ihr wahrscheinlich auf dem Tandem den ganzen Tag unterwegs gewesen und konntet euch nicht mal in die Augen gucken. Ah, das ist richtig. Also meine Freundin kennt meinen Rücken jetzt schon in- und auswendig, denke ich, da die immer auf dem Rücksitz quasi sitzt. Aber ich sehe sie eher weniger, ne? Ja, gut. Das ist manchmal auch gar nicht so schlecht, da wir, wie gesagt, 24 Stunden am Tag zusammen sind, ist dann auch mal schön, ein bisschen Musik anzuhören. Man muss ja nicht ständig sich unterhalten. Manchmal vielleicht auch besser so. Ich sehe schon, auf dem Tandem gibt es die gleichen Probleme wie sonst in der Beziehung auch, ne? Wahrscheinlich hast du auch ab und zu mal nach hinten gefragt, sag mal, trittst du eigentlich noch? Das kommt natürlich öfters vor, aber ich merke eigentlich das direkt. Das war ja eine reine Vorbereitungstour. Auf was habt ihr euch vorbereitet? Was passiert ab Frühjahr? Also im März, wenn wir versuchen, dann ein Segelschiff anzuheuern, um die Überfahrt quasi nach Südamerika ja kostenlos zu bekommen. Wir werden da dann arbeiten oder eben auf dem Kreuzfahrtschiff. Es kommt drauf an, was wir eben finden. Und das Ziel ist dann von Argentinien nach Patagonien und dann quasi im Zickzack hoch nach Alaska, wobei wir versuchen werden, alle Länder
Länder, also das heißt auch die Inseln, mitzunehmen und dann hoffentlich so in 3-4 Jahren dann heil dann oben in Alaska ankommen werden. 3-4 Jahre unterwegs mit dem Tandem, 45.000 Kilometer. Ihr habt tatsächlich jetzt kein Zuhause in dem Sinne, außer wenn ihr halt bei euren Eltern seid im Moment, ne? Ja, wir haben ein schönes Zelt, aber das kann man nicht wirklich zu Hause nennen, ne. Wir drücken dir die Daumen, Benjamin, alles Gute. Ja, dankeschön. Und wir werden natürlich, wenn es dann im Frühjahr losgeht, nochmal drüber berichten, Benjamin verfolgen auf seiner Reise. Riesennummer. Und alle Infos zu dieser Reise, auch zu der, die gerade rum ist, und viel zu lesen mit Bildern zu gucken, über SR1.de. SR